kaum zu glauben. Kaum kommt ein neuer männlicher Pensionär, geraten alle Damen aus dem Häuschen. Da können sie noch so alt sein. Mein Name ist Fräulein Kropatschek. Fräulein Kropatschek. Also die Damen sind begeistert von den neuen Herren. Naja, ein frischer Wind tut unserem Haus bestimmt gut. Ja, ja, die Männer. Und wenn sie einmal da sind, wollen sie erst gar nicht mehr zurück nach Hause. Vielen Dank. Dabei haben sie noch gar nicht alles. Gemeinsame öffentliche Auftritte mit den Damen. Sie marschieren gefälligst alleine los und lassen die Damen in Ruhe. Also, Schrittmarsch. Die Damen sind alle total aufgebracht und ihr Vater ist gerade im Treppenhaus eingeschlafen. Das stimmt doch was nicht. Und dir, du Ewigbereiter, sag das auch. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Einen herrlichen Preis mitgenommen. Direkt nach Italien. Direkt ans Meer. Direkt ins Hund. Mein Kind narrisch werden verlassen. Aber du schaust aus. Bitte, warum hast du nicht eine weibgeschnittene Hose? Silly! Herr, tut mir leid, dass ich dich jetzt begrüße. Aber wir fahren nach Italien. Herr Motto, wie fahren nach Italien? Was sagt deine Mutter? Du, der reiche Hotelbesitzer? Einfaches Bauerntier nur. Gefritztes Ghetto, also weißt, Vater, eins weiß ich ganz genau. Die Männer, die nie zum Ehemann haben. Weil die Mutter, die tut mir manchmal richtig leid bei dir. Weil das hat nichts mit der Emanzipation zu tun. Aber du bist der rechtere Bürger. Die Mutter blockt sie das ganze Jahr schwer für dich an und du denkst nicht an dich. Das ist eine furchtbare Familie, gell? Naja. Fahrt war es bei uns noch nie. Und seit der Italienreise samt der Rückkehr, ja, das übertrifft sowieso alles.